Hallo und herzlich willkommen im 10. Vlog von Marco und Karin. Wir feiern bereits den 10. Vlog und das ist natürlich ein Grund, um ein kleines Fest zu veranstalten. Sehr schwierig im Moment, aber zum Glück gibt es das Wohnmobil-Dinner-Angebot, neu auch in der Schweiz. Bis jetzt gab es ja das in Deutschland und seit letztem Jahr auch in der Schweiz. Danke Marcel für den coolen Tipp. Wir sind jetzt am Bodensee in Egnach im Hotel Seelust. Man kann sich da verschiedene Hotels aussuchen und dann kostenlos auf dem Parkplatz übernachten und dann hier im Wohnmobil das Abendessen oder auch allenfalls noch Frühstück genießen. Cooles Angebot, die Wirte haben einen Zusatzverdienst und gleichzeitig hat man als Wohnmobilist gratis Stellplatz und einen romantischen Abend. Auf wohnmobildinner.ch wählt ihr aus rund 50 Betrieben euren Gastgeber aus. Ihr reserviert euch einen Abend, entscheidet euch für ein Menü und schon steht dem romantischen Dinner nichts mehr im Wege. Vor Ort erhaltet ihr das ganze Equipment wie Geschirr, Tischtücher und Gläser und je nach Betrieb wird euch das Essen direkt ins Wohnmobil serviert oder aber wie es bei uns war, wir durften das Essen jeweils vor der Küche abholen. Ja, nach dem freien Frühstück vertreten wir uns ein bisschen die Beine hier am schönen Bodensee und genießen die ersten Frühlingsgefühle. Letztes Wochenende waren wir noch unterwegs im Appenzell mit den Schneeschuhen, tief winterlich. Seht ihr nachher noch in diesem Vlog einen Ausschnitt, wie das war am letzten Wochenende. Und jetzt testen wir, wie gesagt, mal das Wohnmobil-Dinner-Angebot, verbunden mit einem Wochenende am Bodensee und im Kanton Schaffhausen. Die letzte Nacht haben wir in der Nähe von Schaffhausen auf dem Randen verbracht. Der Randen, das ist so ein Gebirgszug im Grenzgebiet Schweiz-Deutschland. Und heute sind wir mit dem Mountainbike unterwegs in dieser Grenzregion und überqueren dauernd die Grenze. Wir wissen zwar nicht, ob es legal ist jetzt im Moment wegen Corona, aber machen hier alle und bis jetzt hat uns mal niemand aufgehalten. Wunderschön hier und auch coole Single Trails haben wir noch entdeckt. Jetzt Frühling hier und vor einer Woche waren wir noch im Appenzell unterwegs bei tiefwinterlichen Bedingungen mit den Schneeschuhen. Krass der Unterschied, wir zeigen euch noch ein paar Aufnahmen jetzt.
Unsere Schneeschuhtour führt uns vom Ruppenpass über den Grat zum Gebris. Aussicht immer wieder auf den Bodensee, das Rheintal oder den Sentis. Total waren es ca. 400 Höhenmeter, 10 Kilometer Distanz, also gut in 2,5 Stunden zu schaffen. Selbstgemachte Wildsalzitz. Mmh.